Ich bin der Flamur Schala von der Firma Focus Strategie GmbH der Grendelstraße 19 bzw. Grendel 19 6004 Luzern und gebe einen Matheunterricht. Wir sind hier noch bei der Aufgabe 16. Ich versuche es gerade nochmal. Wir wissen ja, dass wir hier bei Minute 66, ja, da haben wir einen Punkt. Da haben wir einen Punkt gehabt. 100 km und 66,6 Minuten. Wir wissen, mit der Gerade 1, die startet dort. Also wir können eigentlich davon ausgehen, dass Gerade 1, dass das für Gerade 1 der Nullpunkt ist. Ja? Und für die Gerade 2 ist das nicht der Nullpunkt. Und auch nicht, ja, 80, das wird auch nicht stimmen. Wir müssen uns Folgendes überlegen. Wir müssen uns sagen, ja, Null ist dort die Höhe, ja? Also Kilometer. Haben wir noch, aber wir bleiben ja ein Zeitchen da und bewegen uns ein Zeitchen nicht. Und wir müssen uns wie denken, ja, wenn wir das als Gerade darstellen, dann müssen wir da unsere Gerade verlängern, zurückverlängern. Wenn ich das so gelöst habe, dann überlege ich mir noch mal, ob es noch einen anderen Weg gibt, einen einfacheren Weg. Heisst also, wir haben hier wir fahren hier ab Minute 80 erst los, aber wir können uns ja wie überlegen, wie wenn wir zuvor auch gefahren wären, ja? Also in dieser Zeitspanne zwischen Minute 80 und der Minute 66,6. Ja. Wie viele Minuten wären wir denn unterwegs gewesen? Dann wären wir 80 Minuten minus 66,6 haben wir gesagt, unterwegs gesehen. Also 80 minus 66,6 unendlich, ja. Da sind wir sozusagen 13,3 Minuten unendlich unterwegs gesehen. Und wir sind pro Minute 2,5 Kilometer vorangekommen. Das heisst also, wir haben hier 13,3 mal 2,5. Und das gibt 33,3. Das heisst, wir sind hier wie auf einer neuen XY-Achse und dann ist hier unten minus 33 einzutragen. Das heisst, wir müssen hier mit minus 33 starten, 0,3. Und jetzt prüfen wir gerade mal, ob das stimmt. Das heisst, wir setzen jetzt das nochmal gleich. Dann haben wir nämlich hier Gerade 1 gleich Gerade 2. Und das ist dann 1,5 km pro Minute. Oder 1,5x ist Minute in unserem Fall. Und auf der anderen Seite minus 33,3 plus 2,5 km pro Minute ist auch wieder unser x sozusagen. Ja? 2,5x. Und jetzt rechnen wir. Minus 1,5 auf beiden Seiten, dann haben wir dann 1x und auf der anderen Seite rechnen wir plus 3, oder auf beiden Seiten plus 33,3, dann haben wir dann 33,3. Heisst also, die Lösung ist, dass wir. Was heisst jetzt das? Das bedeutet, dass wir da. Nach 33 Minuten die gleiche Anzahl Kilometer erhalten sollten. Also wenn wir jetzt hier Gerade 1 eingeben, dann haben wir 1,5 km pro Minute. Wir haben 33 Minuten. Also müssten wir 1,5 mal 33,3 Minuten rechnen. Und das geht 1,5 mal, also das gibt 50. Heisst also nach 100, nach 50 km auf Kilometer 50. Und wo stehen wir da bereits? Wir stehen da bei, also unser neuer Nullpunkt war 100 km gesehen. Darum der neue Schnittpunkt da, der liegt bei 150 km Entfernung, also da. Und nach wie vielen Minuten finden wir den Schnittpunkt?
Das heisst, dass, dass gerade 2 oder Fahrzeug 2 das erste überholt. Also nach 150 km und das sind wie 5 Minuten. Das können wir da eingeben. Also wir sagen, das sind 150, weil bei der ersten Gerade, die startet, die hat dann zweimal den Nullpunkt als Startpunkt. Also können wir einfach 150 mal 1,5 eingeben. Kilometer pro Minute. Und dann rechnen wir da mal Minuten. Dann haben wir 150 Minuten gleich 1 Kilometer. Also jetzt muss ich noch überlegen, wie man das jetzt macht. 150 km entfernt. 150 km. Und wir sind ja mit 90 km/h gefahren. Mit 90 km/h. So muss ich das lösen. Das heisst, 1 km, das ist 1 über 90. 1 Stunde über 90. Das heisst, wir schreiben hier 150 km. Ersetzen das mit 1 geteilt durch 90 Stunden. Und sind dann bei 150 geteilt durch 90. Als Antwort. Heisst also noch 1 Stunde und 1 Stunde und 6, 1,6 bedeutet also noch 1 Stunde und 40 Minuten. Noch 1 Stunde und 40 Minuten überholt der Wagen 2, das Fahrzeug 2, das erste Fahrzeug, und das ist bei Kilometer 150 der Fall. Wie schon gesagt, also da ist unser X und Y, das habe ich jetzt da nicht gut eingezeichnet und darum haben wir jetzt, können wir das nicht auch noch grafisch ablesen oder als Orientierungshilfe nehmen. Sonst würden wir, könnten wir das und dann würden wir uns das sicher beim Berechnen oder ja, beim Prüfen, ob wir da eine Richtung rechnen, würde uns das sehr viel helfen. Also wir sehen nochmal, warum eigentlich so eine Skizze noch hilfreich ist. Eine gute Skizze. Gut.